Ja, mein Name ist Michael Schumann, bin Immobilienunternehmer hier in Quickborn und versuche hier in der Region rund um Quickborn bezahlbaren Wohnraum für junge Familien zu schaffen. Es ist sehr schwierig jetzt hier, sage ich mal, in Hamburg selbst und auch dicht an Hamburg dran für Familien schönen Wohnraum zu bekommen. Und da versuchen wir mit unserem Produkt zu helfen. Das heißt, wir suchen und kaufen Immobilien an, die einfach ein bisschen Liebe benötigen, die vielleicht seit 20, 30 Jahren nicht renoviert worden sind, wo die Bäder noch alt sind, wo noch alte Elektrik drin ist, etc. Und darum kümmern wir uns und machen diese Immobilien wieder schön. Wir haben da ein, zwei Konzepte aufgestellt, wie wir mit diesen Immobilien umgehen können. Wir sind ein kleines Team. Wir haben jemanden für die Buchhaltung, wir haben jemanden, der die gute Seele ist, der uns den Rücken frei hält. Wir haben jemanden, der sich um die Baustellen kümmert, also ein Bauleiter und mich dabei. Ja, wie komme ich eigentlich zu Immobilien? Eigentlich bin ich Banker. Über 25 Jahre habe ich mich in den Sparkassen Schleswig-Holsteins rumgeschlagen. Das war auch eine richtige Passion, war richtig mit Leidenschaft Sparkassenmensch. Nur hat sich die Sparkassenwelt und auch die Bankenlandschaft sehr verändert, wo ich gesagt habe, das passt nicht mehr zu mir. Ich habe mir überlegt, was macht mir sonst Freude, wo habe ich richtig Spaß dran. Und ja, das war für mich ganz klar das Thema Immobilien. Habe mit Anfang 20 mir mal meine erste Wohnung gekauft. Und da auch tatsächlich alles selbst gemacht. Die war schon ein bisschen runtergerockt. Und dann war das so, dann kommt man mit den Kumpels, ne? Und dann haben wir die selber renoviert, Decken runter, Decken verspachtelt, Wände gemacht, Böden gemacht. So alles, was man so selber machen konnte. Und da habe ich gemerkt, das macht richtig Spaß. Und das habe ich halt immer nebenbei zu meinem Beruf immer wieder gemacht. Habe mich immer wieder mit Immobilien auseinandergesetzt und auch immer wieder Immobilien aufgehübscht, aufgewertet. Und daher habe ich so überlegt, ja, das Thema Immobilien, das passt zu mir. Macht mir jede Menge Freude, tatsächlich auch zu gucken, was kann man aus so einem runtergerockten Haus, aus so einer komischen Bude, was kann man daraus machen? So, und ich kann da reingehen, ganz komisch, weiß ich nicht, warum das so ist, und dann wächst das bei mir im Kopf. Und dann da eine Wand raus, da die Tür zu, Grundrissveränderung irgendwie, habe ich da, trotzdem ich eigentlich spießiger Banker bin, irgendwie anscheinend eine Ader dafür, sowas in Sonnenglanz ja, erstrahlen lassen zu können.